Einerseits ist es ja wirklich ein Systemspiel, wo einfach auf eine sehr schnelle Art und Weise gezeigt wird, wie das Prinzip von so einem Wettbewerb funktioniert. Ein Wettbewerb zeigt ja auch immer auf, dass es ein Ranking gibt von etwas, wo nach bestimmten Kriterien Leute ausgewählt oder ausgeschieden werden. Und da kann man sagen, ist die Perspektive aus als Künstlerin, aber auch aus der Perspektive als Entscheidungsträgerin, die genauso greift. Es ist ein Spiel mit der Kunst nach den Prinzipien, die im Kunstsystem passieren, aber das zynisch bezeichnen würde ich nicht meinen, nein.